Nach oben. Ja. Ich muss einmal gucken, was wir Aber brauchen. ich habe 55. Wie viel haben wir denn? 50 oder so? Ja, schaffe ich. Ich muss nur einmal kurz gucken, was wir von Müller brauchen. Guten Morgen. Wir wollten heute zu Müller gehen, wieder einen Familienausflug machen. Normal bestelle ich ja immer bei DM online, seitdem Lockdown ist, weil ich keine Lust habe einzukaufen mit Maske und so. Aber nachdem wir jetzt, oh, ein bisschen sehr hell, ne? In der Metro waren, und das war eigentlich ganz schön, mal rauszukommen. Ein Familienausflug nach Müller heute. Wir haben auch noch bei Müller so einen Gutschein. Für die Geburt von Livia, das gibt es doch dann so von Rossmann und DM, kriegt man doch so Geschenke. Und das haben wir noch von Müller, das wollte man heute mal einlösen. Und ich schreibe gerade jetzt eine Liste, was wir so brauchen. So, und zwar brauchen wir auf jeden Fall Zahnbürsten, denn wir haben nur noch eine blaue. Blau ist immer Calvino, pink sind meine und Bernd hat immer grün. So, dann haben wir Shampoo, ist noch mehr als genug. Wir haben eigentlich immer einen guten Vorrat. Duschgel haben wir noch mehr als genug. Haarspray noch, das. Ja, das haben wir eigentlich noch. Aber Rasierschaum brauchen wir auf jeden Fall. Zahnpasta ist noch da und Putzmittel auch. Also so viel brauchen wir gar nicht. Also wir brauchen Windeln Größe 3, Spülung für die Haare, Zahnbürsten, College-Blöcke für den Calvino für die Schule auf Vorrat, Rasierschaum und Handcreme. Genau. Mal gucken, ob wir wirklich gehen, ob wir wirklich Lust haben. Nach Fielmann müssen wir heute auch, denn ich trage immer nur diese Brille. Ich hatte mir ja zwei geholt. Diese haben wir auch noch, oder ich habe die noch und die trage ich nie. Ja? Ja, je nach Wetter. Ich schätze mal, aber wir fahren, weil es sind nur 14 Grad. Das ist ein bisschen sehr kalt, wenn ich dann unterwegs stillen muss. Genau, und Calvinos Brille, der hat ja auch eine neue Brille. Und da sind hier oben die Gläser, die gehen raus. Also die sind noch drin, aber die sind so locker. Dann sollen sie das eben reparieren. Und einen Käsekuchen wollte ich backen. Mal gucken, was wir alles so schaffen heute. Ich habe bis jetzt noch nicht viel gemacht, doch eigentlich habe ich schon viel gemacht. Ich habe das Bett abbezogen und das ist aber noch nicht neu bezogen. Ich sortiere jetzt gerade hier die Wäsche ein. Ich habe ein Video geschnitten und hochgeladen. Also eigentlich habe ich schon viel gemacht, aber ich hätte gerne noch mehr gemacht. Aber Molly ist heute sehr liebesbedürftig, was ja auch okay ist. Jetzt strampelt sie gerade ein bisschen, aber heute ist es nicht so mit dem Ablegen so gut wie sonst schon mal. Aber nicht schlimm. Der Bernd hat gleich frei. Also um 13 Uhr hat er Feierabend heute und er hat ein langes Wochenende. Also der hat Freitagnachmittag frei, Samstag komplett frei, Sonntag komplett frei. Und das ist super, denn wir möchten an diesem Wochenende uns um diese Aufenthaltsgenehmigung brauchen wir nicht für Ungarn, aber diese Wohnkarte für Ungarn kümmern. Das ist so wie wie ein Personalausweis. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Also als EU-Bürger dürfen wir da ja sein, aber wenn wir länger als 90 Tage halt da sein möchten, was wir ja dann sind, braucht man diese Wohnkarte. Normalerweise macht man dafür einen Termin, wenn man halt in Ungarn ist, aber das geht jetzt alles nicht wegen, oder es geht schon. Aber jedenfalls kann man es jetzt auch online machen, was für uns jetzt super ist, weil wir können alles, was wir dafür brauchen, hochladen und denen das schicken per E-Mail oder über deren Webseite. Und ja, genaue Details kommen in dem Videotagebuch Auswandern Ungarn dann zu sehen. Aber jedenfalls darum wollten wir uns dieses Wochenende kümmern. Wir müssen halt alles raussuchen. Die brauchen Einkommensnachweise und sowas alles. Und das machen wir ganz entspannt dieses Wochenende. Und deswegen wollte ich auch einen Kuchen backen, weil das ist so Nervennahrung. Dann ja, kann man halt immer lecker Kuchen dabei essen. Ich rede hier im HWR mit euch, weil Calvino hat Homeschooling drüben und ja, ich wollte ihn nicht stören. Und es stört halt auch in Anführungsstrichen, wenn halt immer so Klassenraumfeeling ist in den Videos. Ich merke das beim Schneiden dann, wenn ich ja vlogge, während Klassenunterricht ist, da ist mal ein bisschen doof. Naja, ich melde mich gleich wieder. Bei uns gibt es jetzt Mittagessen und zwar Reste. Dieses Linsencurry, was ich den Tag gekocht habe. Da ist der Reis, der wird warm gemacht. Und diesmal gibt es anstatt Blumenkohl dabei Brokkoli.
Mach das, mach das. Deine Hose ist auf, Bernd. Ich weiß. Das ist nicht videokonform. Alles ist offen. Du bist ein ganz offener Typ. Die Po ist auch offen. Das passt. Eine Flasche. Eine große Flasche. Ja, das. Die hat der Bernd gerade leer getrunken. Nein. Da habe ich früher mal Schnaps drin gemacht. Brombeerschnaps, das können wir auch machen. Mhm. Das ist mal hier ganz schicker, dass ich alles so über die Wochen. Es ist laut. Anfangen, oh, sie sagt, was machst du, hey. Papa? Da mussten wir mal kurz abbrechen. Ja, was hat der Papa gemacht? So. Sie hat Spaß hier. Alle haben Spaß. Molly ist schick gemacht. Wir machen die große Reise. Wir laufen nach Vielmann. Dann brauche ich mir ja Kröfe anziehen. Ja, ich bin auch einer. Wir haben 13 Grad. Bernd trägt die Kleine im Tragetuch, aber Kinderwagen nehmen wir auch mit, ne? Sie ist eine Ballerina, sie biegt sich ganz durch. Das ist Aua. Ich hab sie. Was oh. Du rennst du deinen Kumpel? Ja, warte. Ich bin 10 cm vor dir, du. Hier ist was los. Ja gut, wir lassen die Kamera hier. Wir melden uns später einfach wieder. Achso, ich kann euch noch was zeigen. Oh, ich zeige euch meine Kuchen. Mein Kuchen zeige ich euch, den ich gemacht habe. Käsekuchen. Mit Käse oder mit Cheddar? Ja, mit Cheddar und. Cheddar und Heather. Und Gouda. Nein. Mit Cheddar und. Wir sind wieder zu Hause. Wir waren 3 Stunden jetzt unterwegs. Und das war wirklich. Das Wetter, das war so. Der Kuchen ist eingefallen, ne? Bitte? Der Kuchen? Ja, das ist normal, dass der einfällt, der Käsekuchen. Okay. Jedenfalls das Wetter, das war sehr, sehr warm. Mm. Ich mach schon. Butter ist geschmolzen, weil sie in der Sonne stand. Das Wetter war sehr, sehr warm und wenn aber Schatten war, dann war es sehr kalt. Also ich war mit der Morli immer hinher, ausziehen, anziehen, Tuch drauf, Tuch runter, Decke hoch, runter. Ja, wir waren bei Vielmann. Meine Brille habe ich umgetauscht. Und Calvinos Brille, die musste tatsächlich da bleiben, weil es dauert. Die haben gesagt, die Gläser sind zu dick geschliffen, warum auch immer, und die muss da bleiben. Ja, hallo. Hallo, du kleine Morli. Sind wir wieder zu Hause? Und die ist am Sabbern, sage ich euch. Schaut euch mal die Jacke an. Wir haben immer abgewischt, aber trotzdem, so schnell sind wir gar nicht hinterhergekommen. Ja, wie du am Sabbern bist. Ja, super. Ja, war das schön, die große weite Welt, ne? Ja, du hast alles gesehen, ja. Ja, jedenfalls, Calvinos Brille muss da bleiben. Das dauert jetzt, bis sie, oh, es ist hell, bis sie mir eine E-Mail schicken. Und ich habe mich jetzt auf diese Brille eingeschossen. Ich zeige euch eben, was wir bei Müller geholt haben. 2 College-Blöcke. Einmal liniert, einmal gestreift. Ich wusste jetzt nicht, ob er mit Rand braucht oder ohne. Mit? Ja gut, ich habe mitgenommen. Haben wir Glück gehabt, dass ich die richtigen geholt habe. Dann habe ich einmal diese Windeln geholt. Ich wollte die einfach mal ausprobieren. 6 bis 10 Kilo. Das ist meine Wickeltasche, die ich immer nehme. Und das ist dieses Baby Club von Müller, was, ja, wenn man da halt sich anmeldet, bekommt man ein Geschenk. Und das hatten wir ja schon seit der Geburt, diesen Gutschein. Und jetzt endlich haben wir ihn eingelöst. Ach, schau mal. Ja, das ist eine Wickelunterlage, Creme. Ja, diese ganzen Cremes, die benutze ich für mich, für die Hände. Molly! Hallo. Hi. Hm? Ist der gut drauf? Nee, nicht gut drauf. Die hat Hunger. Ja, ja, ich kümmere mich erst um die Morli. Wieder a few hours later. Ich habe ja gerade abgebrochen zu filmen. Hallo. Die Maus ist jetzt glücklich. Ich habe den Kamin angemacht. Ja, ist die schon vor langer wach jetzt wieder? Ne? Ja. Genau, die hat ein kleines Schläfchen gehalten. Jetzt ist sie wieder wach schon länger. Mit Oma und Opa telefoniert. Kuchen haben wir gegessen und ich habe euch immer noch nicht gezeigt, was ich alles oder was Bernd alles gekauft hat bei Müller, denn ich bin dann rausgegangen. Für einen Zehner.
15 Euro. Oh. Ja, ich bin rausgegangen bei Müller, weil Smurfy war ja auch mit drin, da dürfen Hunde mit rein. Aber der war so sehr reizüberflutet, der hat dann überall geschnüffelt und dann hatte ich Angst, dass er irgendwo das Beinchen hebt oder so. Und Bernd hatte Livia im Kinderwagen geschoben. Und weil der Smurfy so reizüberflutet war, habe ich gesagt, dann gehe ich lieber raus, weil ich konnte eh nicht in Ruhe schauen, habe dem Bernd den Einkaufszettel in die Hand gedrückt und habe draußen gewartet. Ich habe nichts gekauft davon. Doch, ich zeige euch jetzt, was alles gekauft wurde. Ich habe die Hälfte nicht gekauft, weil ich... Ne? Wieso hast du die Hälfte nicht gekauft? Ja, ich habe den Rasierschaum nicht gekauft. Ach so, ja, das ist ja nicht schlimm. Ja, Rasierschaum ist immer für ein Calvino. Wisst ihr, der geht dann mit Duschen, Lockdown-Beschäftigung, dann spielt er mit Rasierschaum. Zweimal Spülung und die riecht richtig gut. Die hat der Bernd ausgesucht. Mal was ganz anderes. Ich hätte die nicht genommen. Was haben die gekostet? Was hättest du nicht genommen? Die Spülung. Angebot für 89 Cent. Ja, ich hätte, weiß ich nicht, weil ich eigentlich nie Schaumer nehme, aber die riechen beide voll toll. Ich wusste sonst nicht, was ich nehmen sollte für eine Spülung. Ich weiß ja nicht, was du sonst hast. Ja, ist ja nicht schlimm. Die riecht super. Vegane Formel. Ja, sonst nehme ich die DM Eigenmarke, aber da wir ja bei Müller waren, das ist ja... Genau. Dann das gab es noch hierbei, das packen wir gleich aus, das Geschenk. Da waren wir, glaube ich, stehen geblieben. Genau, und Zahnbürsten auf Vorrat, weil wir nur noch pinke haben. Genau das. Jetzt gucken wir, was hier alles drin ist. Also hier ist na, zwei Wickelunterlagen tatsächlich. Okay, die habe ich bei der Geburt, auf dem Weg ins Geburtshaus, hatte ich die im Auto, solche Wickelunterlagen. Und 4 bis 8 Kilo, Windelgröße 2. Ja, ist doch super. Super, super. Genau. Wundschutzcreme, Gesichtscreme. Im Winter waren da immer nur so ein paar Brennnesseln. Auf die kann man sich drauflegen. Ja. Das ist die voll mit Brennnesseln, mit großen. Jetzt müssen wir uns versuchen, eine neue zu bauen. Neue Burg. Eine neue Base. Ja. Und hat's geklappt? Halbwegs. Ja, jedenfalls war Bernd noch mal einkaufen. Weil das ist sein Hobby. Er geht jeden Tag gerne einkaufen. Ja, jeden Tag viermal, um mich testen zu lassen. Tot. Und immer eine negative Stuhlprobe abgeben. Salatherzen. Ja, viel Spaß. Habe ich mir gedacht, für dich vielleicht mal zum Probieren. Du hast ja mal eine Zeit lang oder für Kalle. Ja. Rote Peperoni. Da habe ich jetzt nicht mitgenommen, weil ich dachte, das reicht. Ja, ja. So. Die Müllermilch in den Kühlschrank stellen, ja. Nimmst du den Aktivator? So. Hier mal geriebenen Gouda. Ihr Lieben, es ist draußen jetzt schon fast dunkel. Ein bisschen, also es ist noch ganz leicht gedämmert. Aber ihr wisst, wir gehen immer früh schlafen, damit wir wenigstens teilweise fit sind. Auch wenn die Morla echt gut schläft, wenn ich so zurückdenke an Calvino, weil da habe ich halt echt versucht, ihn in sein eigenes Bett immer zu legen und bin aufgestanden zum Stillen und so. Das mache ich jetzt halt nicht. Ich dock sie einfach an im Liegen oder sie dockt sich an und dockt sich ab, wann auch immer. Und auch wenn das alles super klappt und sie echt eine liebe Maus ist und pflegeleicht für ein Baby. Säugling ist sie ja nicht mehr. Ist sie noch Säugling? Ich weiß nicht, Baby ist sie. Ich weiß nicht. Die ist jetzt halt knapp über 3 Monate. Kann ich halt manchmal echt nicht einschlafen, ne? Und dann liege ich da wach Stunden, manchmal 1,5 Stunden, manchmal 1/2 Stunde, manchmal 3 Stunden. Dann gehe ich runter, gehe noch was essen. Dann, keine Ahnung, beantworte ich eure Kommentare oder E-Mails oder so. Ja, und wenn man dann einmal so drin ist, dann rennt die Zeit halt so voll vorbei und dann bin ich morgens halt gerädert und den ganzen Tag. Und ich trinke zurzeit auch echt viel Kaffee wieder. Ich habe sonst so eine Tasse morgens getrunken und mittlerweile trinke ich morgens 2 Tassen und nachmittags 2 Tassen. Wir machen den nicht so stark, weil ich ja auch stille, aber eigentlich, ja, ich weiß nicht, ich glaube, gut ist es nicht, aber man sagt ja, eigentlich geht das von der Ernährung nicht in die Milch. Also ich jetzt so Kohl esse oder so, ich weiß es nicht. Also bei ihr merke ich es halt nicht, dass sie, wenn ich diese 4 Tassen Kaffee trinke, die ich ja nicht jeden Tag trinke, aber dass sie dann wach ist. Die ist halt so,
Ich weiß nicht, weil sie auch so extrem sabbert im Moment, dass sie Zähne in den Kiefer einschießen oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass... Oder? Meint das liegt am Koffein? Ich muss weniger Koffein trinken. Oh mein Gott. Ja gut, also ich gehe jetzt auch nach oben. Rede ich schon wieder mit euch so lange. Ich wollte mich nur verabschieden vom Vlog. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Tschüss.